Jetzt gibt's, glaube ich, das Video, auf das hier alle gewartet haben. Danach werde ich mir das Leben nehmen. Was denkst du über Revi? Krass Klassenfahrt. So, da... Da wollten wir wirklich... Ich glaube, ihr habt alle darauf gewartet, oder? Können wir vielleicht kurz... Liebster Chat, könnt ihr vielleicht kurz eine 1 haben, wenn ich mir das heute noch angucken soll? Ansonsten würde ich jetzt einfach offline gehen, ne? Also ich würde dann einfach... Ich würde sagen, wir müssen das uns gar nicht angucken. Wisst ihr, was ich meine? Weil ganz ehrlich... Wir hatten auch echt schon einen schönen Abend bis dato, ne? Ich sag's so, wie es ist, Leute. Ich sag's so, wie es ist. So, ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass hier Unwahrheiten verbreitet werden über mich, ja? Die, gemäß einer Unwahrheit nicht der Wahrheit entsprechen. Ich bin gespannt, Leute, was uns hier erwartet. Ich habe absolut Bock drauf und freue mich sehr darüber, hier jetzt mal reinzuschauen, was uns da so erwartet. Nicht wahr, meine Freunde? Ich würde sagen, belastenderweise rein in die Masse statt in die Klasse. Ne? So ein Ding ist das. Er schickt mir Bilder von seinem Johannes. Also, um das kurz zu präzisieren, ich habe ihr keine Bilder von meinem Penis geschickt. Das einzige Bild, was ich ihr geschickt habe, ist das von meinem Nachbarn. Der heißt Johannes. Und das ist so ein Running Gag gewesen. Die Bilder habe ich ihr geschickt. Mein Nachbar heißt Johannes und deshalb habe ich da der das, sag ich mal, so zukommen lassen, die Bilder. Ja, Hallo und herzlich willkommen, ich bin die Frau Bra. Und hä? Die hat sich bei mir anders vorgestellt. Und wie ihr schon mitbekommen habt, in der letzten Staffel gab es ab und zu mal extra Content. Das werden wir heute auch machen. Ich wurde cool. Von der Produktion gebeten, heute ein paar Fragen zu beantworten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kann es sein, dass hier gerade Views auf meinen Nacken gemacht werden? Ist das eventuell... Na gut, ich mache ja auch Views auf deren Nacken, das passt schon. Sind Sie gerne Single? Also, nach meiner letzten Ehe hat mir schon echt gut getan, Single zu sein, aber mittlerweile wünsche ich mir wirklich mal wieder eine Beziehung. Mhm. Wie wichtig ist Ihnen Aussehen bei einem Mann? Ich achte schon teilweise auf mein Aussehen. Ich möchte unbedingt einen Mann haben, der gepflegt ist, sportlich ist. Aber zu 100% würde ich jetzt nicht irgendwie behaupten, dass Aussehen mir sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wie wichtig ist Ihnen der Charakter? Sehr wichtig. Also, ich will auf jeden Fall keinen Mann haben, der nicht treu ist, lügt oder all diese Sachen. Deswegen, ja. Charakter ist das Allerwichtigste. Klar, natürlich. Können Sie sich vorstellen, etwas mit einem Star-YouTuber anzufangen? Ich achte nicht so drauf. Mit einem Star-YouTuber? Digga, was ist denn ein Star-YouTuber? Also, was ist... Also, man muss ja unterteilen. Es gibt ja Much-YouTuber... Kleine YouTuber, mittelgroße und dann kommt direkt der Star-YouTuber. Ihr denkt, ich bin raus. Weiß ich nicht, also glaube, wer auf No-Flex-Basis. Konstant. Das ist natürlich jetzt, ohne angeben zu wollen. Konstant über 5 Jahre hinweg, immer, sage ich mal, zwischen 30 und 45 Millionen Views gemacht hat jeden Monat, der 3 Millionen Abonnenten hat, immer performt hat. Ach, reden wir nicht. Hey, scheiß drauf, komm. Drauf, was jemand beruflich macht. Ich meine, solange er nicht nur zu Hause hockt und etwas aus seinem Leben macht, ja. Chef Strobel sehe ich als Star-YouTuber. Chef Strobel und Romatra, die sehe ich auf jeden Fall als Star-YouTuber, ja. Ist es mir eigentlich egal. Nur so, wie ich mitbekommen habe... Aber ich habe die schlimmste Community geschiftet. Safe. Diese YouTuber sind schon ein bisschen komisch. Zusätzlich bekomme ich in der letzten Zeit echt komische Bilder und Nachrichten von einer bestimmten Person. Wie gefallen Ihnen die Nachrichten, die Sie von Revi bekommen? Was ist das für eine Frage? Ich habe nie Nachrichten geschickt. Und da kommen wir dazu, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich so davon halten soll. Er schickt mir... Bilder von seinem Johannes. Also ich muss jetzt hier mal ganz kurz intervenieren. Johannes ist mein Nachbar. Und ich habe, das muss ich auch jetzt einfach mal, das kann ich wirklich stolz behaupten. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Bild von meinem Pimmel
gemacht. Nee, gemacht nicht, weitergesendet. Gemacht schon, aber nicht weitergesendet. Ich schwöre bei allem, was mir hoch und heilig ist, Digga, ich schwöre auf meine Familie, auf meinen Hund, auf mein Auto, auf meine Immobilien. Wallahi, ich habe noch nie ein Bild von meinem Pimmel verschickt. Aber was ich gerne mache, ist die Penisse von anderen zu verschicken. Das ist ein Hobby von mir. Ja, und das Bild habe ich gemacht, um einfach zu wichsen auf mich selbst. Ganz komische Nachrichten. Ich dachte am Anfang... Wallahi, ich schwöre auf meine Wirbelsäule. Er wäre ein netter Typ. Ist er, glaube ich, teilweise auch, aber er übertreibt sehr. Was, ich über... Okay. Er übertreibt wirklich sehr, sehr. Wann hatten Sie das letzte Mal Sex? Sehr lange her. Mhm. Es ist sehr lange her. Ich weiß es gar nicht mehr, wann das... So weird. Imagine, das wäre wirklich echt so. Das ist so eine Serie, die so auf so einer wirklichen Klassenfahrt stattfindet. Und die fragen einfach so eine Lehrerin, wann hatten Sie das letzte Mal Sex? So, und die Lehrerin antwortet so ganz offen und normal darüber. Digga, das wäre so seltsam. Das wäre so seltsam, wenn das wirklich eine echte Klassenfahrt wäre. Und die Lehrerin einfach da so, ach, das ist... Das war... Was denken Sie über Revi? Kann er Ihr Traummann sein? Doch, Digga. Momentan, so wie er sich verhält, nee. Also da müsste er schon wirklich eine andere Seite von sich zeigen. Mein Arsch dann oder was? Weil allegedly schicke ich ja Schwanzbilder. Also müsste ich an der anderen Stelle dann wahrscheinlich meinen Arsch zeigen. Eine andere Seite, hat sie gesagt. Dann gibt zunächst einfach Arschbilder von meinem Johannes. Meinem Nachbarn Johannes. Ihr versteht. Was soll ich ja mit einem anfangen, der mir Bilder von seinem Körper zeigt? Ich habe ja nicht mal gefragt. Gut. Ja. Ich bin mir dann auch nicht sicher, ob er nur mir dann solche Bilder schickt. Wie viele Frauen bekommen denn noch solche Bilder? Also, von meinem Nachbarn Johannes, die Nacktbilder hat meine Mutter, meine Tante, meine Ärztin, meine Tochter. Boah, die habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, jetzt 6 oder 7 Jahre. Habe mich dann nochmal bei der gemeldet, der Bilder von meinem Nachbarn geschickt, die mich blockiert. Dann natürlich, klar, die Frau meines Nachbarns, mein Nachbar selber, die Kinder meines Nachbarn und auch die Polizei. Einfach nur, um... tatsächlich da so ein bisschen, ja, und meine Ex-Freundin, klar, Jody natürlich auch, ganz klar. Ich will auf Julienko auch, Julienko natürlich auch, klar. Auf jeden Fall die Einzige sein, daher keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Das war's, danke fürs Zuschauen, ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, ob Revi etwas für mich wäre. Ich guck mir mal ganz kurz in die Kommentare. Revi am Wein, wenn er das sieht. Warum erzählt sie Eigenschaften von Revi auf? Haha, Revi Ehre genommen. Ich habe den blauen Panzer nochmal. Okay. Typisch Revi. Okay, Revi ist der beste Mann, ja. Revi ist schon fast perfekt in meinen Augen und wäre von Anfang an, da würde sich mich interessieren, ja. Dieser Moment, wenn du Johannes heißt. Ja, genau, Revi baumelt sich aber auch alles auf einen. Also Leute, ich sag's euch so, wie es ist. In dieser Kommentarsektion, 70% der Leute werden niemals einen höheren Bildungsabschluss erreichen. Ein Einkommen, oh hier, Minikuda auch, hier gehen wir mal ein Like. Ein Einkommen über 1000 Euro im Monat erwirtschaften. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher, ob er wirklich mein Traummann sein könnte. Mhm. Kommentiert das gerne und ansonsten... lassen wir doch einfach die Community entscheiden, so wie immer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese fette Akani hier, ne? Wallahi. Komm mal her. 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 Er ist zu faul, der schläft gerade. Findet ihr? Akani sieht aus wie dieser Hund, nur in dünn. Dieser Hund ist echt fett, wa? Guter Schwanz, Bruder. High five. High five, gib Pfote. Pfote. Perfekt, Bro, du hast so viel gelernt, ganz toll. Okay, warte mal. Komm, jetzt einmal lass mich nicht hängen, Pfote. Ja, Mann, cool. Cool, ey, cool. Ja, Leute, was soll ich sagen, ey? An der Stelle bin ich dann doppelt und dreifach raus heute beim Stream. Das war's. Ich habe jetzt hier schon wieder 4,5 Stunden meines Lebens verschwendet und ich muss heute Abend noch weg. Ich will nämlich morgen zum Sport. Deshalb raiden wir jetzt. Ju hat genug Zuschauer, dem geht's gut. Early Boy interessiert mich nicht. Dann gönnen wir Anni den Raid, Leute. Die hat nämlich das nötig. Joke. Wir sehen uns morgen, meine Freunde, zu einem weiteren Stream.
Seid gespannt, morgen höre ich mir eure Probleme an und bin für euch als Dr. Bernd Berger da. Morgen ist Psychologiestunde nämlich, Leute. Geht rüber zu ihr. Grüße, Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns bis morgen. Alhamdulillah.